Heute mal sowas wie ein kleiner Zwischenstand bei den Projekten Flatout 2, Far Cry 6 und auch Age of Empires 2. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 22. Kalenderwoche. Ich fange einfach mal bei Far Cry 6 an. Da ist es zurzeit so, so habe ich zumindest das Gefühl, dass wir vielleicht ein Viertel bisher gesehen haben, dass noch drei Viertel des Spiels vor uns liegen und wir stehen jetzt bei 64 Folgen und das Ganze mal 4, dann kommen wir bei um die 240 Folgen raus und das bei einer Folgenlänge von 40 Minuten, also meinem Gefühl nach ist Far Cry 6 das bisher umfangreichste Far Cry. Insofern werden wir sehr wahrscheinlich noch eine Menge Spaß haben mit diesem Abenteuer und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass dann eben das Nachfolgeprojekt erstmal auf sich warten lässt, denn Flatout 2 wird zum Beispiel keinen direkten Nachfolger bekommen, also kein Nachfolgeprojekt. Flatout 2 habe ich ja wieder angefangen, einen, sagen wir mal, zweiten Durchlauf gestartet hier auf dem Kanal, weil eben das 10-Jährige anstand. Damals hat eben alles mit Flatout 2, mit Folge 1 begonnen und genau 10 Jahre danach kam eben wieder mal Flatout 2 und das will ich eben zurzeit gerade als viertes Projekt so durchziehen mit eben 4 Folgen pro Woche und wie gesagt, danach denke ich, wird dann erstmal nichts kommen, was direkt Flatout 2 ersetzt. Aber es gibt da ja noch Age of Empires 2 und da habe ich wieder einige Folgen auf Halde. Ich denke mal, ich werde die dann frühestens ab Juni und dann auch im Juli bringen können. Das sind wieder ein paar Folgen, sodass ich nicht einfach nur eine Woche Age of Empires 2 laufen lassen kann, sondern dass es dann einfach erstmal wieder mehrere Wochen geht. Bei Age of Empires 2 ist es aber eben so noch, dass ich die Folgentitel und auch die Thumbnails vorbereiten muss, das Ganze auch planen muss. Das habe ich ja in der letzten Woche angesprochen. Zeitlich war es in letzter Zeit etwas eng bei mir und deswegen habe ich da jetzt auch nicht wirklich was machen können. So dass ihr die Folgen, die ich zu Age of Empires 2 wieder auf Halde habe, sehen könnt. Aber das soll ja kommen. Bei Flatout 2 fand und finde ich es einfach ein schöner Gedanke, dass der Kanal einfach mit Flatout 2 begonnen hat und 10 Jahre später sind wir wieder in Flatout 2 unterwegs. Und mit den 4 Folgen, die da zurzeit pro Woche rauskommen, kann ich den Umständen entsprechend ganz gut leben, im Sinne von, die kann ich eben garantiert rausbringen, mit hier und da vielleicht eine Ausnahme, wenn ich vergesse, eben die auf die geplante Zeit zu setzen, wann sie rauskommen soll. Wenn es also so ein in Anführungszeichen Nachfolgeprojekt zu Flatout 2 geben wird, dann werden das die Age of Empires 2 Folgen sein. Hatten wir jetzt schon mehrmals, dass ich einfach einen Schwall an Folgen rausgebracht habe, dann mehrere Wochen nichts und dann wieder Age of Empires 2, dann wieder Pause, so eben aktuell und dann wird es dann, denke ich, im Juni, spätestens im Juli dann wieder ein paar Folgen, ein paar Wochen Age of Empires 2 geben. Und als mögliches Nachfolgeprojekt zu Far Cry 6, ja, das steht noch ganz in den Sternen, weil ich wie gesagt denke, dass wir gerade mal ein Viertel von Far Cry 6 gesehen haben, aber das kann ich soweit schon sagen und ist ja auch kein Geheimnis. Danach kann ich mir zum Beispiel Control sehr gut vorstellen oder auch weiterhin natürlich Detroit Become Human, Hellblade 2 oder Red Dead Redemption 2. Die stehen bei mir nach wie vor noch auf der Liste von, will ich vielleicht als nächstes angehen. Auf jeden Fall hätte ich darauf Lust, wenn ich gerade die Zeit dafür hätte. Insofern einfach mal abwarten, was die Zeit bringen wird. Erstmal sind wir weiter in Yara unterwegs und machen die Welt nicht unsicher, sondern sicher. Was danach kommt, mal schauen. Kingdom Come Deliverance kommt ja auch noch raus, also Kingdom Come Deliverance 2. Vielleicht ebenso im Herbst und bis dahin könnten wir mit Far Cry 6 durch sein, aber wird dann vielleicht erstmal Detroit Become Human vorgezogen oder das eher etwas kürzer zu erwartende Hellblade 2. Das wären bestimmt keine Folgen, die über mehrere Monate gehen, wenn ich an den Vorgänger, an den ersten Teil denke. Aber wie gesagt, ich denke, das wird sich über den Sommer hinweg nicht entscheiden, da Far Cry 6 in meinen Augen sehr umfangreich erscheint. Mir war es aber wichtig, dass ich euch mal wieder auf einen aktuellen Stand bringe. Ihr merkt es ja auch selbst, wenn ihr die jeweiligen Projekte schaut, wie es da gerade aussieht, wie weit wir gerade in Far Cry 6 sind oder was der Hintergedanke zu Flatout 2 war und ist und wie es eben danach weitergehen könnte. Und wie es jetzt und heute weitergehen könnte, das weiß ich auch, denn ich wünsche euch eine schöne neue nächste Woche. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut.
vielleicht beim Schauen, dass ihr ein neues Abenteuer von den Life is Strange Entwicklern spielen werdet. Die haben ja erst im Februar ein neues Abenteuer rausgebracht. Und die werden dieses Jahr vielleicht noch ein neues Abenteuer rausbringen. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.